Stalin spricht. Die Welt hört seine Stimme. Unter seiner Führung ringen die Vertreter der Sowjetunion, kämpfen alle fortschrittlichen Menschen um den Weltfrieden. Um Stalin scharen sich die Werktätigen und Entrechteten in allen Kontinenten. Sein Vorbild wies den Volksdemokratien ebenso wie dem siegreichen chinesischen Volk den Weg. Der große Freund des einigen Deutschlands ermöglichte die Gründung der unabhängigen Deutschen Demokratischen Republik. In der transkaukasischen Stadt Gori wurde am 21. Dezember 1879 der Arbeitersohn Josef Vissarionowitsch Stalin geboren. Die Jahre seiner Jugend waren für das zaristische Russland die Jahre der kapitalistischen Entwicklung. Das Volk, in Not und Finsternis lebend, wurde rücksichtslos ausgebeutet. Die Bauern schufteten unter der Knute der Gutsbesitzer. Die kleine Schicht der Herrschenden feierte Feste und unterdrückte die illegale Arbeiterbewegung, die trotzdem immer stärker und einflussreicher wurde. Diese Geheimdruckerei in Tiflis richtete Stalin ein, der mit 15 Jahren seine revolutionäre Tätigkeit begann, Streiks organisierte, Broschüren und Flugblätter schrieb, die hier gemeinsam mit den Werken Lenins gedruckt wurden. ...1905 schritten Arbeiter und Bauern zur ersten bewaffneten revolutionären Massenaktion. Auch die Schwarzmeerflotte meuterte. Der Panzerkreuzer Potjomkin hisste die rote Fahne. Aber diese Erhebung wurde niedergeschlagen. Das Volk sang damals vom Zaren: Den Toten gab er Freiheit, den Lebenden Arrest. In dieser Kampf- und Leidenszeit war Stalin Mitglied des Zentralkomitees der Partei. 1912 gründete er, nach einer Weisung Lenins, die bolschewistische Tageszeitung Pravda, Wahrheit. Und für die Verbreitung der Wahrheit wurde Stalin mehrmals nach Sibirien verbannt. Aber immer wieder gelang ihm die Flucht aus den einsamen Gegenden nördlich des Polarkreises. Ungebrochen kämpfte er weiter. Nach der bürgerlichen Februarrevolution 1917 kam Stalin aus seinem letzten Verbannungsort nach Petrograd. Jetzt begannen Lenin und Stalin in gemeinsamer Arbeit die direkten Vorbereitungen zur sozialistischen Revolution. Das Zentralkomitee der Bolschewiki beschloss den bewaffneten Aufstand, der von einem Parteizentrum geleitet wurde, an dessen Spitze Stalin stand. In diesem Gebäude fanden die entscheidenden Beratungen statt. Die sozialistische Oktoberrevolution ist als Beginn einer neuen Epoche in die Geschichte eingegangen. Ihr Sieg ist das Werk Lenins und Stalins. Diese Zarengenerale und ihre ausländischen Geldgeber wollten mit einem eisernen Besen den jungen Sowjetstaat hinwegfegen. Es wurde gefegt, aber den eisernen Besen führte die Rote Armee unter Stalin. Die traurige Erbschaft des Zarismus und des Bürgerkrieges lastete schwer auf der Sowjetunion. Zerstörung und Hunger. Mit erbeuteten englischen Tanks wurde gepflügt. Aber es wurde gepflügt. Es wurde gearbeitet. Es begann der sozialistische Wettbewerb. An den Jahrestagen der Revolution feierte die Sowjetunion ihre ersten Erfolge im friedlichen Aufbau.
Sie feierten Lenin und Stalin, die Begründer des Staates der Arbeiter und Bauern. 1924 starb Lenin. Stalin setzte Lenins Werk fort. Gestützt auf die Partei der Bolschewiki, gestützt auf seine alten Kampfgefährten und Freunde, gestützt auf das Vertrauen des sowjetischen Volkes. Vom Zarismus unterdrückt, vegetierten die Völker des asiatischen Russlands. Stalin gab ihnen nach der Revolution die Gleichberechtigung. Bahn frei für ein neues Georgien, für ein neues Turkmenien, für ein neues Kasachstan. Verelendete Kolonien verwandelten sich in blühende Republiken. Lenins Traum wurde Wirklichkeit. Licht in die letzten Hütten. Wirtschaft, Wissenschaft und nationale Kultur entfalteten sich. Stalin entwickelte das rückständige Agrarland zum modernen Industriestaat. Gigantische 5-Jahr-Pläne, von allen Feinden der Sowjetunion belächelt und verspottet, wurden erfolgreich durchgeführt. Stalin kümmerte sich um alle Einzelheiten, mahnte, beseitigte Hindernisse. Erfindungen wurden nach seinen Weisungen praktisch erprobt. Die Einstellung zur Arbeit veränderte sich. Im ständigen Wettbewerb überboten sich die besten Arbeiter in ihren Leistungen. Die Produktionsziffern stiegen laufend. Traktoren aus den Stalingrader Werken arbeiten heute auch auf deutschen Feldern. In den Stalin-Automobilwerken. Jede neu entstandene Fabrik, jedes neue Kraftwerk, der gesamte gewaltige Aufschwung der sozialistischen Volkswirtschaft ist mit dem Namen Stalins untrennbar verbunden. Nach dem Aufbau der Grundlagen der sozialistischen Industrie führte Stalin mit unermüdlicher Energie die Bauern auf die Bahn der freiwilligen Kollektivierung. Die Erfolge bestätigten seine Worte. Unter dem neuen, dem kollektivwirtschaftlichen System arbeiten die Bauern gemeinsam mit neuen Geräten, Traktoren und Maschinen. Sie arbeiten für sich, leben ohne Kapitalisten und Gutsbesitzer, ohne Kulaken und Spekulanten. Sie arbeiten, um ihre materielle und kulturelle Lage von Tag zu verbessern. Stalin gab der sowjetischen Jugend die Möglichkeiten zur freien Entfaltung ihrer schöpferischen Kräfte. Das Analphabetentum wurde beseitigt, alle Talente werden großzügig gefördert.
Die sowjetischen Studenten und Dozenten können ohne materielle Sorgen arbeiten. Die Akademie der Wissenschaften der Sowjetunion. Ihr Präsident, Professor Wawilow. In diesen Räumen wurden oft Forschungsresultate von größter Bedeutung bekannt gegeben, wie die Umwandlung der Natur nach der Lehre Michurins, die Verwendung der Sonnen- und Atomenergie für friedliche Zwecke. In der Lenin-Bibliothek findet man die Schriften Stalins, die in alle Sprachen übersetzt wurden. Sie enthalten die theoretische Fortsetzung der Werke von Marx, Engels und Lenin. Sie wurden zum Allgemeingut der internationalen Arbeiterbewegung. Stalin entwarf 1936 die Verfassung der Sowjetunion, in der die entscheidenden Erfolge des sozialistischen Aufbaus ihren Ausdruck fanden. Das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln ist die wirtschaftliche Grundlage des Staates. Alle Bürger sind ohne Unterschied der Rasse gleichberechtigt. Sie haben das Recht auf Arbeit, Bildung und Erholung. Diese Verfassung enthält keine toten Worte. Sie ist ein Spiegelbild der lebendigen Wirklichkeit. Überall wich das Alte dem Neuen. Nach den Plänen Stalins wurde die Hauptstadt Moskau völlig umgestaltet. Die Moskauer U-Bahn entstand. Stalin dankte den Arbeitern und Ingenieuren, die ein Wunderwerk aus Marmor und Stahl schufen. Moskau wurde zum Symbol eines Landes, in dem das Wohl der schaffenden Menschen oberstes Gebot ist. ...1941. Faschistischer Überfall auf die Sowjetunion. Deutsche Abteilungen näherten sich Moskau. U-Bahnhöfe wurden Luftschutzbunker. In diesen Nächten wachte der Mann im Kreml. Ruhig und souverän gab er dem Volk die Kraft, diese schwere Prüfung siegreich zu bestehen. Die Hitlertruppen standen 18 Kilometer vor Moskau. Aber Stalin sprach wie jedes Jahr auch am 7. November 1941 auf dem Roten Platz. Er sprach zu den Kämpfern, die im Geist der Oktoberrevolution erzogen, bereit waren, für ihre gerechte Sache das Letzte herzugeben. In den schwersten Jahren der Sowjetunion sprach Stalin den Satz: Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk, der deutsche Staat aber bleiben. Generalissimus Stalin führte die Sowjetunion zum Sieg über den Faschismus. Am Tag des Triumphes über die Barbarei wurde dieser geniale Streiter für die Menschheit von den Völkern der Welt voll Ehrfurcht und Liebe gegrüßt. Die Sowjetmenschen kehrten in ihre Heimat zurück. Aus Soldaten wurden wieder Arbeiter und Bauern. Wieder musste aus Ruinen Neues geschaffen werden. Aber das Wissen um die unbesiegbare Stärke der sozialistischen Gesellschaftsordnung überwand die Folgen des Krieges. Ein neuer Fünfjahrplan wurde in Angriff genommen. Überall spürten die schaffenden Menschen die lenkende Hand ihres Freundes und Lehrers. Es ging wieder vorwärts, schneller und besser.
Heute wächst das Brot auf neuen Feldern. Neue Städte recken sich empor. Neues Leben dringt in öde Wüsten. Frohe Menschen schaffen für ihr Glück. Am 21. Dezember 1949 feiert die fortschrittliche Welt den 70. Geburtstag des bedeutendsten Staatsmannes unserer Zeit, der während seines ganzen Lebens die Sorgen und Nöte der einfachen Menschen zu seinen eigenen machte. Die Welt feiert den Verteidiger des Weltfriedens, den Baumeister des Sozialismus, den Wegbereiter des Kommunismus, Josef Vissarionowitsch Stalin.